Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Infovideo auf diesem Kanal. Lang ist's her, seitdem das letzte Video oder Infovideo kam. Video gibt's ja eigentlich jeden Tag. Und ich habe einige Infos mal wieder. Und zwar als allererstes, bitte schaut oder hört euch dieses Video zu Ende an. Da werden wirklich einige wichtige Informationen kommen. Und ich betone das extra wirklich wichtig, weil wichtige Informationen und ich bitte da um eure Kooperation sozusagen. Also bitte hört euch das bis zum Ende an. Ihr müsst noch nicht mal das Bild euch anschauen, dieses Standbild, sondern einfach nur Fenster minimieren. Ihr könnt währenddessen was anderes machen, aber mir währenddessen zuhören, bitte. So, als allererstes, das Together auf dem Minecraft Community Server von LP Mirai. Es kommt mir in letzter Zeit gar nichts. Das ist einfach erklärt, und zwar hatte Fnuber mal keine Zeit, dann hatte ich mal keine Zeit, dann war der Minecraft-Server down, dann hatte Fnuber eine Verletzung am Bein, also wirklich ganz viele Sachen. Dieses Wochenende kommen wir wahrscheinlich auch nicht zum Aufnehmen, ich habe ihn zwar gefragt, er hat leider keine Zeit, das müsst ihr einfach verstehen, es kommt wirklich, ich denke mal nächste Woche kommen wir wieder zum Aufnehmen, vielleicht guckt er sich dieses Infovideo auch an und wird dann unter den Kommentaren das auch antworten, ob er dann nächste Woche aufnehmen kann. Auf jeden Fall, gerade geht's halt nicht, das tut mir leid. Währenddessen kommt ja als Ersatz Trouble in Mine Will und Hunger Games. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Also, ist ja eigentlich nur ein Zwischenprojekt und kommt mehr so am Wochenende. Aber jetzt auf jeden Fall kommt's dann jeden zweiten Tag. Dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ich habe einen Upload-Plan schon seit längerer Zeit. Aber selbst wenn ich mal nicht reinschreibe, was am nächsten Tag kommt, könnt ihr es euch denken. Weil eigentlich mach ich es immer so. Pokémon Saphir, Minecraft. Pokémon Saphir, Minecraft. Also ich mach's abwechselnd. Solange jetzt noch nicht Zelda startet. Das dauert aber auch noch ein bisschen. Dazu werde ich auch noch kommen. So, dann das nächste Thema ist, dass ich auch in meiner Kanalbeschreibung unten seht ihr, wie viele Parts ich von was habe. Das habe ich da eingetragen, zum Beispiel Pokémon Saphir, so und so viele Parts sind vorproduziert. Daran erkennt ihr auch, wie viele Parts ich vorproduziert habe. Ob ihr zum Beispiel auch für die Leute, die das Minecraft Together gucken, wissen dann, wenn ich jetzt zum Beispiel was Neues als 14 eintrage, jetzt zurzeit sind es ja 14 Parts, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal 18 stehen habe, dann wisst ihr, okay, wir haben schon vorproduziert, das heißt, bald fängt es wieder an. Das heißt, dort könnt ihr auch mal immer wieder vorbeischauen. So, dann vielen Dank, vielen, vielen Dank für 50 Abonnenten, ihr seid wirklich toll. Es sind jetzt sogar schon fast 60 Abonnenten, 59. Es waren sogar 60, da kam aber ein D-Abo, das ist halt so, das ist, da kann man nichts machen. Aber vielen Dank, 59 Abonnenten, ich finde euch wirklich klasse. Also, dann hatte ich auch noch dazu ein 100 Abonnenten Special zu machen. Wenn ich irgendwann mal die 100 Abonnenten erreichen sollte, möchte ich gerne ein Abonnenten Special machen. Und da seid ihr jetzt gefragt. Und zwar, ihr kennt ja die Kommentarbox unten, da könnt ihr jetzt eure Idee, was ich machen soll, als Special reinschreiben, was euch gefallen würde, was ihr gerne sehen würdet, also das hängt ja zusammen, oder also es kann auch etwas sein, was ihr schon bei anderen Let's Playern gesehen habt, also es muss nichts Neues sein, Hauptsache ihr schreibt irgendwas, weil mir fällt auch noch nicht so viel ein. Natürlich habe ich jetzt gerade wieder in diesem Infovideo Schluck auf, das finde ich echt toll. Es tut mir gerade leid, wenn ihr sonst kurz manchmal, wenn ich nicht spreche, das ist einfach mein Schluck auf. So, das haben wir auch abgehakt. Also da wäre ich euch wirklich verbunden, würdet ihr irgendwas in die Kommentare schreiben. Also, was halt mit dem Special zu tun hat. Dann Pokémon Saphir. Also, das ist alles okay. Nur in letzter Zeit guckt sich das wirklich gar keiner an. Ich habe nichts dagegen, wenn da wenig Aufrufe oder so sind. Doch in letzter Zeit kommt da gar kein Kommentar und auch kein Feedback, was Daumen angeht. Selbst so positive Bewertungen, negative Bewertungen, gar nichts. Und ich mache das ja nicht nur für Kommentare, also um Resonanz zu bekommen, Let's Play, ich mache es aus Spaß. Trotzdem würde ich immer gerne ein wenig Feedback bekommen. Und in letzter Zeit guckt sich das wirklich keiner an. Und das finde ich irgendwie schade, da ich mir auch dafür Mühe gebe. Und schaut doch mal bitte einfach mal ein bisschen wieder rein in das Let's Play. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben. Wenn euch da irgendwas nicht gefällt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es wäre einfach nett, wenn ihr einfach mal mir zuhören würdet. Da einfach mal reinschnuppern würde, reinschauen würdet. Da wäre ich euch wirklich verbunden. Das wäre echt toll von euch.
da ich da wirklich in letzter Zeit auch kaum Kommentare insgesamt bekomme. Und ich freue mich immer über Kommentare. Selbst wenn es einfach nur ein toller Part oder so ist. Da freue ich mich einfach drüber. Natürlich könnte ich auch noch mehr schreiben als toller Part. Da würde ich mich noch mehr drüber freuen. Aber das reicht mir wirklich. Und einen Daumen hoch könnt ihr geben. Ihr könnt auch einen Daumen runter geben. Zum Beispiel auch unter diesem Infovideo. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte begründen. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr einen Daumen runter gebt. Aber trotzdem würde ich halt gerne eine Begründung bekommen, wieso ein Daumen runter. Oder wenn es ein Daumen hoch ist, was hat euch zum Beispiel gefallen? Ich freue mich halt immer über Resonanz. Aber ihr müsst es nicht machen. Ich zwinge keinen dazu. Ich würde mich einfach nur darüber freuen. Und gut. Dann das nächste Thema. Und zwar Zelda, ja. Das hat ja was mit dem Controller zu tun. Und zwar, die, die Pokémon Saphir schauen, wissen ja, dass ich wieder mit Tastatur aufnehme. Da für kurze Zeit mein Controller sozusagen, ich jetzt nicht mehr mit Controller aufnehmen kann. Lange Geschichte, egal. Auf jeden Fall habe ich gerade keinen Controller zur Verfügung. Das heißt, die ganzen Nintendo-Projekte, die ich geplant habe, sind eigentlich nur mit einem Controller kann man bewältigen, da fast alle Nintendo-Spiele, die man zum Beispiel auch auf einem Emulator spielt, mit Controller gespielt werden müssen. Pokémon Saphir geht jetzt. Pokémon ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man auch mit Tastatur spielen. Aber Mario, Zelda, das geht einfach nicht. Ich habe zwar schon 5 Parts von The Legend of Zelda, The Minish Cap, voraufgenommen, jedoch hat mir dann der Controller gefehlt und deswegen habe ich dann erstmal pausiert. Sobald ich wieder einen Controller habe, werde ich anfangen, das hochzuladen. Und da ist jetzt auch nochmal eure Frage, also noch eine Frage. Und zwar habe ich noch Platz in den Projekten. Was würdet ihr euch so wünschen? Also was für Projekte ich spiele es auf Mario an, da ich ein Mario-Projekt gerne spielen würde. Also Super Mario 64, so ich bin da noch ziemlich unsicher. Super Mario 64, ein Super Mario 64 Hack, New Super Mario Bros. DS, Super Mario World, SMB 123, also Super Mario Bros. Ich habe noch keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich Super Mario 64 aufnehmen, also Let's Playen als allererstes. Aber da wäre ich nochmal euch verbunden. Ich habe jetzt schon dreimal in diesem Part gesagt, verbunden. Okay. Dass ihr mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreibt, was euch gefallen würde, was ihr gerne sehen würdet. Und auch allgemein, wenn ihr irgendwas sehen, so auf diesem Kanal sehen möchtet, was ich noch nicht geplant habe, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also, sagen wir mal, irgendein Spiel, was ihr selten seht als Let's Play oder bei mir mal gerne sehen würdet, einfach schreiben. Gut. Da wäre ich wirklich, das wäre wirklich toll von euch. Und noch meine letzte Frage. Wer hätte Lust, einfach mal mit mir die Freundescodes bei Mario Kart Wii zu tauschen und mit mir zu spielen? Ich habe jetzt schon ein, zweimal gehört, dass Leute darauf Lust hätten. Also wenn ihr mit mir die Freundescodes tauschen wollt, ich kann es natürlich nicht aufnehmen, weil mir der passende PC. Mein PC ist schlecht, der passende Fernseher und das passende Aufnahmegerät fehlt. Das werde ich aber wahrscheinlich noch ändern. Ich will noch nicht zu viel spoilern. Es wird auf jeden Fall noch vieles auf diesem Kanal geschehen. Ich hoffe, ihr bleibt dann deswegen auf diesem, also ich hoffe, ihr bleibt auf diesem Kanal noch lange und mir erhalten, weil da wird noch einiges passieren, glaubt mir. So, deswegen, wer Lust hat, einfach mal so mit mir Mario Kart Wii zu zocken, kann ja seinen Freundescode in die Kommentare schreiben oder mir eine PN schicken. Auf jeden Fall habe ich jetzt euch viel gebeten, also was Kommentare angeht. Ich hoffe, dass da wirklich ein paar Kommentare unter diesem Video zustande kommen. Ich würde mich wirklich richtig freuen. Ah ja, mir fällt noch eine Sache ein. Und zwar habe ich auch in Pokémon Saphir und auch in dem Let's Play Together Minecraft auf dem Community Server von LP Mirai, ja, habe ich auch darum gebeten, dass ihr uns ein paar Themenvorschläge in die Kommentare schreibt. Es wäre wirklich nett, würdet ihr das machen. Zum Beispiel unter dem letzten Pokémon Saphir Part könnt ihr mir ein paar Themen schreiben. Oder unter dem Part 14, also der letzte, ja, bis jetzt, letzte, Together Part, könnt ihr auch, also Minecraft Together Part, könnt ihr auch darunter einen Themenvorschlag schreiben. Wahrscheinlich werden wir den dann auch nehmen und wahrscheinlich werden wir dann auch sagen, wer den geschrieben hat, wenn wir es nicht vergessen. Und ich wäre da wirklich,
ich möchte nicht schon wieder verbunden sagen, es wäre wirklich echt toll von euch und ich würde mich darüber freuen. Ich habe jetzt wirklich einiges von euch verlangt, ihr müsst es nicht machen, es wäre nur wirklich sehr, sehr nett. Und dann, ihr seid sowieso die beste Community überhaupt, also ihr seid ja meine Community, deswegen seid ihr die beste, deswegen würde ich mich einfach darüber freuen. Ich hoffe, euch hat dieses Infovideo somit gefallen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.